Maria, du bist in großer Gefahr. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören, was ich dir sage. Hast du auch das Gefühl, er will uns was sagen? Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur Weihnachtsausgabe vom Kinocast. Und mit mir im Studio, heute wirklich im Studio, ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Ja, liebe Hörer, ihr werdet es wahrscheinlich hören an der etwas anderen Klangqualität heute. Also wir sitzen wirklich hier bei mir in meinem Kellerstudio. Und wir haben natürlich einige Filme auch mitgebracht. Serien? Haben wir Serien? Nee. Nichts Neues. Nichts Neues, ja. Mhm. Aber Filme haben wir mitgebracht. Ich war zumindest auch nochmal im Kino außerhalb der Sneak. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und gucken mal, wo es uns so hintreibt heute. In der Sneak Preview lief der Film Das Leben ist ein Fest. Und jetzt muss ich mir mal ganz kurz nochmal heraussuchen, worum es da ging. Also irgendwie war der Film von den Machern von Ziemlich beste Freunde, also von den beiden Regisseuren und ja, demzufolge ein französischer Film. Der Originaltitel ist, irgendwie La Sens de la Fête oder so ähnlich. Also deutscher Zusatztitel war auch noch, oder eigentlich hieß der irgendwie C'est la vie, das Leben ist ein Fest oder so ähnlich. Und es ging darum so einen Hochzeitsplaner, überhaupt so einen Eventmanager, der hauptsächlich Hochzeiten macht. Und dieser Mann, den ich jetzt als Schauspieler, Jean-Pierre Bagri, kannte ich jetzt noch nicht. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nirgendwo irgendwie gesehen. Und der soll eine Hochzeitsfeier organisieren von einem wichtigen Staatsanwalt oder sowas. Und ja, dann begleiten wir ihn quasi von diesen ersten Planungen, von dem Nachmittag, wo die alle anreisen, die ganze Truppe, bis hin zu der Party selbst, wo dann noch einiges ein bisschen schief geht, wie man halt so das erwarten kann. Das Ganze ist so ein bisschen gedreht im Stil von Birdman. Oh. Also quasi so gefühlt wurde hier versucht, möglichst die Schnitte zu vermeiden, immer die Kamera hinter den Personen. Dann halt auch die Musik, die so jazzartig war, wie bei Birdman die ganze Zeit. Also ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie in einer schlechten Kopie von Birdman. Und das, was Birdman eigentlich richtig gemacht hat, dass da so ein Drama dabei war, das war halt hier so gut wie gar nicht. Also das war halt einfach irgendwie langweilig. Also da gab es so ein paar Situationen, wo man gedacht hätte, ja, hier könnte sich draus was entwickeln. Und man dachte, ja, hier mit dem einen Typen und so. Und dann ist auch so einer von seiner Belegschaft, der hat sich in die Braut verguckt und so. Und da dachte man, okay, da wird es bestimmt brenzlig dann. Und dann gab es halt so viele andere Themen, weil gerade auch bei dieser großen Belegschaft, also die werden uns auch alle so ein bisschen vorgestellt, die machen das, die machen das, die machen das und so. Und die haben den und den Hintergrund. Und dann ahnte man schon, okay, da wird der bestimmt irgendwie in die Richtung gehen. Aber letzten Endes war es einfach nur total langweilig. Also es war stellenweise auch schwer erträglich, der Film, weil es ist einfach so dumm. Dann sind so Sachen schiefgegangen. Man dachte, warum machen die da nichts? Und eine ziemlich beste Freundin, nicht vergleichbar. Klingt jetzt nicht so spannend. Nee, also ich guck mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe hier. Fotograf verhält sich, ja, da gab es noch so einen Fotografen. Das war irgendwie so ein alter Bekannter von ihm, dem er immer Jobs gibt, als Fotograf zu arbeiten. Und genau, ach ja, das habe ich ja ganz vergessen, dieser Max, so heißt der, der will seine Firma verkaufen, diese Eventmanagement-Agentur, und ja, überlegt halt dann quasi nach einem Ausstiegsszenario, wie er da irgendwie mal rauskommt, und hat auch schon von Leuten Angebote bekommen für seine Firma und so. Und das schwingt dann halt auch immer noch ein bisschen mit. Ich sehe auch hier gerade, ich bin gerade auf filmstarts.de, wo ich hier die ganzen Sachen, also da hat irgendwie auch niemand Bekanntes mitgespielt, dass ich jetzt sagen würde, ja, hier der und der, den man von da und da kennt. Also ich kannte die jetzt alle nicht weiter. Und ja, hier Filmstarts hat irgendwie 3 von 5 Sternen. Es war halt so durchschnittlich, ne? Es war jetzt
jetzt kein ganz schlimmer Ausfall. Ich gucke mal ganz kurz, was ich hier überhaupt gegeben habe. Im ersten Eindruck habe ich vier Punkte gegeben von 10. Ja, ich glaube, das ist okay. Also, ja. Die restlichen Wertungen waren jetzt auch nicht besonders. Also wir haben wirklich hier Durchschnittswertungen. Es gab 4 Personen, die haben 8 Punkte gegeben, aber die meisten Punkte wurden tatsächlich bei 5 Punkten, also mittelmäßig gegeben. Ich bin jetzt nicht ganz so traurig, den verpasst zu haben. Ja, ich glaube, das musst du auch nicht sein. Dann ist gut. Ich gucke gerade hier, ob ich noch irgendwas da... Nee, habe nichts weiter vergessen bei dem Film. Aber dass die wirklich die beiden ziemlich beste Freunde gemacht haben, das spiegelt sich hier in dem Film so gut wie gar nicht wieder. Da war ja so ein ganz coole Form von Humor drin, die sich durch den ganzen Film gezogen hat, war hier so gut wie gar nicht. Also es war, man hat ihm halt zugesehen, wie er versucht hat, irgendwie dieses Chaos zu managen, was dort stattfand, aber nee. Es gab schon ein paar nette Sachen mit der Band und sowas, die ist da. Da gab es so eine Band, also es war nicht eigentlich die Band, die der Bräutigam bestellt hatte, sondern eine andere Band und die waren ein bisschen ganz anders drauf und ja, der Film hätte, wenn er an manchen Stellen in eine andere Richtung abgebogen wäre, hätte er eigentlich gut werden können. Da hätte er wirklich so eine Art, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht so ein tatsächlich Liebe, aber weißt du, so ein Weihnachtsfilm werden können. Aber der hat einfach versucht, da noch irgendwo Probleme zu sehen oder hochzukochen, wo eigentlich gar keinen richtigen Sinn und ja. Also ich glaube, ich stehe dazu 4 von 10 Punkten. Klingt jetzt nicht so. Ja. Aber so für die Weihnachtssneak geht das so halbwegs, denke ich mal. War jetzt kein Totalausfall. Und was erwartet uns denn dann eigentlich nächste Woche? Hast du da die Sneak-Tipps? Na klar. Parat? Also der Tipp von der Kinoleitung heißt alles andere als christlich. Das klingt schon mal nicht gut, nicht schlecht. Allein der Tipp finde ich schon mal ganz gut. Und dann wurden Tipps abgegeben, hauptsächlich von dir, Erik. Echt? Ja. Nee, der Martin hat auch noch. Der Martin hat getippt und du hast dann noch den Trailer hinterhergelegt. Und zwar zu Nur Gott kann mich richten. Und dann hast du getippt. Ja, mit Moritz bleibt treu. Könnte natürlich alles andere als christlich, ja. Mm. Okay, obwohl das wäre ja dann wiederum christlich, dann wenn Gott ihn richten kann. Ja. Hm. Ich habe noch irgendwas, was mit heilig und so zu tun hat. Also Killing of a Sacred Deer habe ich noch reingeworfen und Insidious 4. Ja, Insidious 4 wäre ja wirklich alles andere als christlich. Das stimmt schon, weil das doch sehr böse ist. Und da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ich habe gestern nochmal so einen neuen Trailer gesehen, so eine Art Mini-Trailer. Und der war schon fett. Ja. Könnte ich machen. Ja. Klingt gut. Okay. Ich habe noch ein paar Filme. Hast du eigentlich irgendwelche Filme geguckt? Weil wir sitzen ja hier. Ich gucke heute Abend ein. Ja, nochmal. Nein. Ach, das stimmt ja. Na, ich gucke heute Abend nochmal ein. Und morgen, weil heute Abend als kleine Info, kommt auf Sky Cinema die Free-TV-Premiere sozusagen, also TV-Premiere. Auf Sky halt, von Die Schöne und das Biest. Also quasi, wenn ihr die Sendung hört, weil die Sendung kommt morgen am 24. Wir nehmen heute schon mal am Samstag auf. Dann ist sie gestern. Dann kam der Film gestern. Achso, der kommt heute an. Und somit dann, und dann natürlich Sonntag auf Sky plus 24. Kommt da ja dann auch 20.15 Uhr. Am Heiligabend. Und ich freue mich richtig drauf, weil ich den schon lange sehen wollte und ich habe es nicht ins Kino geschafft, beziehungsweise der Chris wollte nicht mit mir reingehen. Ich will den auch nicht sehen. Aber das ist die Schöne und das Biest. Ja. Und der soll sich wirklich relativ nah am Original halten und es ist Emma fucking Watson dabei. Die hat ja für diesen Film, hat sie ihre Rolle in La La Land aufgegeben. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Weil sie dachte, da hat sie mehr Oscar-Chancen. Na, das ist ja egal, ob oder ob nicht. Ich fand La La Land mit Emma Stone vollkommen in Ordnung besetzt. Ja. War also, sehr schön. Ich freue mich auf heute Abend, beziehungsweise morgen dann, wenn ich ihn angucke. Genau, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt. Der war ja auch in der Oscar-Rennen mit drin. Warum habe ich den eigentlich nicht geguckt? Ich habe da eigentlich alles versucht zu gucken, was da im Oscar... Wahrscheinlich, weil es Die Schöne und das Biest war. Kann sein, ja. Aber ich war auch im Kino, nämlich gestern, mit der kompletten Family in Bo und der Weihnachtsstern. Ja. Ein Animationsfilm,
wer den Trailer schon mal gesehen hat, es geht also um einen Esel, der, also der Trailer hat mich ein bisschen auf die falsche Fährte geführt, weil irgendwie sah das so aus, als würde der Esel quasi so in diesem Tross der Heiligen Drei Könige mitlaufen. Es ist aber nicht ganz so, sondern dieser Esel ist am Anfang bei einem Müller und der hat einen Freund, das ist so eine Taube, ich glaube Dave oder so heißt die, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, der schmiedet immer Ausbruchspläne, weil der ist bei dem Müller, muss er immer im Kreis laufen, das Korn mahlen. Da ist noch so ein alter Esel, der sagt, oh, naja, der hat sich schon mit seiner Situation abgefunden. Und diese Taube und der Bau, die haben halt immer so den Traum, da gibt es so eine königliche Karawane, die immer so durch die Lande zieht. Und der möchte gerne bei dieser königlichen Karawane quasi mitlaufen. Das sind eigentlich nur so ganz, ganz tolle Kamele, die da laufen dürfen und so. Und eigentlich ein Esel war da noch nie, aber der will es halt versuchen. Und wenn diese königliche Karawane wieder mal durch den Ort kommt, dann, also Nazareth übrigens, ne? Ja, ja, ja. Vielleicht kommt das bekannt vor manchen. dann wollen die sich quasi der Karawane versuchen anzuschließen, ja. Und eines Tages gelingt dann doch mal der Ausbruch. Also nachdem ein paar Fehlschläge vorher waren und er kommt aber nicht zu dieser Karawane, sondern kommt bei Josef und Maria. Und Maria hat gerade am Anfang des Films auch quasi diese unbefleckte Empfängnis und sie muss das am Anfang noch ihrem Josef irgendwie verklingeln, so nach dem Motto, hey, ich bin schwanger, aber ich hatte keinen anderen. Ja, also da hat man schon gemerkt, die Leute waren damals doch sehr einfältig da. Aber gut, okay, also jedenfalls kommt dann der Esel plötzlich zu denen. Übrigens, wer da ein bisschen bibelfest ist, der kann ja mal sagen, ob der Esel irgendwo in der Bibel auftaucht oder ob das hier völlig frei erfunden ist, der Film. Jedenfalls kommt er halt bei denen unter, flüchtet sich dorthin, weil er hat sich auch einen Fuß verletzt und Maria pflegt ihn dann gesund. Und jedenfalls gibt es dann eine Volkszählung, die dort gemacht werden soll in Bethlehem, also da müssen die quasi dorthin laufen und Maria ist aber schon schwanger und Bauch ist schon ziemlich dick und nah dran, sag ich mal, und die begeben sich dann halt nach Bethlehem und die Parallelgeschichte ist eben, dass die Heiligen Drei Könige da unterwegs sind und bei dem Herrscher auftauchen und sagen, irgendwo wird ein neuer König geboren, wir würden gern wissen, wo. Und das findet der Herrscher jetzt nicht so toll, dass da irgendwo ein neuer König geboren werden soll. Das mag er jetzt gar nicht und schickt da so einen Typen los, so einen übelsten Kämpfer wie The Mountain bei Game of Thrones, da mit irgendwie so zwei Hunden. Die sollen eben, oder der soll eben dieses Königskind dann töten. Ne? Und da kommt halt Spannung rein, ne? Weil der verfolgt die dann noch die ganze Zeit und dann müssen sie fliehen und hier fliehen und da fliehen und dort fliehen. Ja, guck mal hier, ob ich was vergessen habe. Ja, ich guck grad, eines wer Tages so die Stimmen sind. Hier stehen nur die englischen Stimmen. Die deutschen Stimmen, ja, weiß ich nicht. Mal gucken, ist Steven Yeun, ist es nicht der aus? Keegan-Michael Key, den kennen wir ja. Oprah Winfrey, ja, Tyler Perry, Tracy Morgan. Aber der Bo ist Steven Yeun, ist es nicht der von The Walking Dead? Könnte sein. Könnte sein. Warte mal, wir gucken mal hier. Bo und der Weihnachtsstern. Deutsche Stimmen. Mal gucken, ob da irgendwas steht. Also es war jetzt nichts Herausstechendes, wo ich gesagt hätte, ja, hier die Stimme hat man erkannt oder so. Mal gucken. Nee, hier stehen nur die Englischen. Mal gucken, ob hier irgendwo die deutschen Synchronsprecher. Ja, siehst du doch, das ist der. Okay. Ja, das ist der von Game of Thrones. Das war aber jetzt nicht Game of Thrones. Walking Dead. Aber wo stehen jetzt hier die Deutschen? Stehen die hier vielleicht drin? Mal gucken. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt erkannt hätte, ja, das ist der oder das ist der. Nee, ich finde hier nichts. Ja, auf jeden Fall, der Trailer sah ja irgendwie ganz lustig aus und der Film war es dann nicht ganz so. Also der war für mich als Atheist teilweise schwer erträglich, weil da war wirklich das, was der Trailer bewusst ausgelassen hat, da war wirklich sehr, sehr viel, auch sehr teilweise sehr verkitscht, das ganze Thema mit der Religion drin, hier, wenn dann irgendwie der Heilige Geist erscheint und sie kriegt dann hier diese unbefleckte Empfängnis und dann fängt sogar der Esel an mit Beten bei einer bestimmten Szene, anstatt, das ist ja auch das, was ich da häufig so kritisiere, anstatt selber mal zu gucken, wie man da zur Rande kommt und selber einen Weg zu finden, setzt sich der Esel halt hin und versucht sich da rauszubeten aus dieser Situation und da
dass ihm irgendjemand anders hilft, ne, anstatt selber mal zu gucken. Und ja, das war wirklich sehr, sehr überfrachtet mit solchen Dingen. Ansonsten, ja, je kleiner der Zuschauer ist, desto besser hat es gefallen bei uns. Also dem Kleinsten hat es ganz gut gefallen, weil da waren halt auch so ein paar Slapstick-Szenen drin, wenn dann irgendwie Tiere hinfallen oder irgendwas oder sie irgendwo gegenrennen und sowas. Das finden ja so ganz kleine Kinder ganz, ganz toll und sehr lustig, wenn die dann irgendwie ganz drollig hinfallen oder wenn irgendwelche, da ist so eine Ziege, die hat einen übelsten Silberblick, sag ich mal, so die schielt total, ne, und so. Sowas finden ja kleine Kinder total lustig und ich glaube, da hat es ihm auch ganz gut gefallen. Und ja, aber ansonsten, also mir hat es, ja, ist eher so an der schwer erträglich Schwelle gewesen, größtenteils. Es wurde auch sehr viel gesungen. Echt? Mariah Carey hat ja auch den Titelsong geschrieben, der irgendwie Star heißt. So heißt der Film ja auch im Englischen, der heißt ja nur The Star. Und da waren auch sehr viele andere, ja, Songs, also die haben sie bewusst auf Englisch gelassen, sag ich mal, weil die Texte waren wirklich extrem religiös, würde ich mal. Echt? Ja, das hat man schon gehört, so, ja, ja, und so. Also, ich, wenn man ein bisschen Englisch kann, aber ja, nee, also für Kinder oder so als Familienfilm jetzt zu Weihnachten würde ich Paddington 2 eher vorziehen als Bo und der Weihnachtsstern. Ansonsten wer so in einem christlich geprägten Haushalt aufwächst, der, für den ist das bestimmt auch was, wenn er das seinen Kindern irgendwie zeigen will. Aber ansonsten, ja, für etwas wissenschaftlich geprägtere Haushalte oder atheistische, ich weiß nicht, das ist, nee, nicht so geeignet. Animationen waren ganz nett und so, aber war nichts wirklich so, wo du sagst, ja, das ist echt lustig. Es gibt ja so Filme, wo du sagst, da hast du als Erwachsener Spaß, gehst mit den Kindern rein, haben die Erwachsenen Spaß, die Kinder haben Spaß. Das war ja, nee. Obwohl, meiner Frau hat es ja auch ganz, ganz gut gefallen, die fand es ganz gut, aber ja, geht jetzt auch nicht so oft ins Kino, da ist dann ist nicht so geprägt, naja, wie wir. Also hier, ja, der Film hat, sehe ich gerade, bei Filmstarts hat er auch so durchschnittliche Wertungen, wie 2,5 von 5. Also ich gucke gerade mal, was ich hier bei Letterboxd, ich glaube, da habe ich sehr wenig. Ja, ich habe bei Letterboxd habe ich 2 von 5 gegeben. Jetzt muss ich das mal umrechnen auf unsere, ich glaube, 4 von 10 wäre das ungefähr, ne? In unserer Skala. Ja. Passt. Du hast Green Room gesehen. Ich habe tatsächlich gestern. Entschuldigung, gestern gesehen. Green Room. Hast du auch schon gesehen? Nein, ich wollte den ja im Kino damals sehen, aber keiner wollte mich. Ja, okay, dann kommen wir jetzt gleich mal zu Green Room. Wollte eigentlich erstmal einen anderen, aber gut. Entschuldigung, ich habe es gespoilert. Ja. Ich sehe es halt. Gespoilert. Das ist halt, Spoiler, wenn wir zusammen hier sitzen, ja, ne? Dann mache ich alles ganz konfus. Ah, nee, ist kein Thema. The Green Room habe ich geschaut. Der ist ja schon ein paar Jahre alt irgendwie. Also bei uns ist er 2016 im Kino gelaufen und rausgekommen ist der irgendwie 2015 schon mit Anton Yelchin, der ja mittlerweile leider verstorben ist durch einen blöden Unfall. Und den hatte ich mir mal aufgenommen gehabt und habe den auch, ich habe gestern mehrere Filme geschaut, ein paar gute, ein paar schlechte. Ja, du hattest Urlaub, ne? Ja. Ich habe Urlaub, ja. Ja, siehst du, genau. Ich habe gearbeitet. Also ich hatte keine Zeit. Ich habe gestern 1, 2, 3, 4 Filme geschaut. Nee, halt, stopp, den vierten habe ich heute geschaut. Ich habe gestern 3 Filme geschaut, 2 nicht so gute. Das war der eine davon, den ich im Kino gesehen habe hier, mit dem Bo und dem Weihnachtsstern. Da kommt dann noch einer, den kommen wir später dazu. Und ein guter, das war nämlich Green Room. Die kurze Geschichte ist, da ist so eine Punkband, die tingelt so durch die Lande und bekommt dann mal so ein Gig in so einem, wirklich mitten im Nirgendwo oder im Wald irgendwo. Und da sagt der Typ, der den schon diesen Gig verschafft, sagt dann, das ist aber jetzt nicht ganz so euer Klientel, da kommen auch viele so Skinheads hin und so, man weiß nicht genau, in welche Richtung die ticken und so, aber die wollen halt einfach ein bisschen laut und Krach und so Musik und dann gehen die schon ab. Und dann kommt halt die Punkband, die ja nun eher, sag mal, links oder anarchistisch orientiert ist, kommen dann halt dahin und stellen wirklich fest, wirklich alles nur so Nazis, ne? Also, und die haben dann wirklich auch ein paar, die lassen sich dann auch keine Angst einjagen und spielen dann so ein paar Titel, die wirklich hart gegen Nazis gehen, ne? Irgend sowas. Und dann, als sie zurückkommen in ihren Green Room, liegt da plötzlich eine Leiche. Und da ist die andere Band, die eigentlich danach kommen soll,
Die stehen so daneben und keiner weiß, was so Phase ist und beziehungsweise weiß die andere Band schon, aber jetzt haben sie halt plötzlich Zeugen bekommen und jetzt dann fängt die Sache an langsam zu eskalieren, weil die wollen halt die Polizei rufen, das wollen die anderen natürlich nicht, die wollen das da irgendwie ja, unter oder sich irgendwie ausmachen und das Ende vom Lied ist, dass dann irgendwie die Punkband sich in diesem Green Room verschanzt und draußen irgendwie eine Horde von Nazis ist und dann kommt auch der Besitzer des ganzen Ladens mit dazu, das ist der Captain Picard hier. Patrick Stewart, genau. Und steht es da sogar. Ja, und die versuchen die dann halt da auszuräuchern aus diesem Green Room rauszulocken. Also die sind halt dann überall im Gebäude und die versuchen halt irgendwie rauszukommen, zu fliehen. Und die anderen haben halt Waffen, die haben halt gar nichts und ist dann so ein bisschen wie bei Stirb langsam, dass dann irgendwie, wenn sie mal einen überwältigt haben, dann haben sie mal irgendwie eine Waffe mal mit einer Handvoll Patronen und dann irgendwie so mal, da mal ein Messer und da haben sie ein bisschen was und das Ganze ist aber, die ganze Waage ist völlig zu Ungunsten von dieser Punkband. Also die haben eigentlich überhaupt keine Chance und die werden eigentlich so Stück für Stück irgendwie von den Nazis da massakriert und dann, ja, ich will mir nicht viel mehr verraten. Auf jeden Fall ist ein extrem spannender, gut gespielter Film. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte erst, ich habe den mit Green Zone verwechselt. Den wollte ich nämlich auch mal sehen. Ich dachte, der war das. Den mit, ich glaube, Matt Damon ist das, wo der in irgendeinem Kriegsgebiet ist. Und dann fing der Film irgendwie an. Dachte ich, nee, das ist der nicht. Ach, das ist der andere, den wollte ich ja auch mal sehen. Und ja, war für mich quasi eine Überraschungspremiere gestern. Ja, lief irgendwann mal auf Sky, ich weiß nicht mehr, also den gibt es bestimmt schon irgendwo im Streaming-Service, kann man ja mal gucken hier, bei wer streamt es hier, kann man mal gucken, Green Room, kann man gleich mal sagen, ob der irgendwo verfügbar ist hier, und zwar, ach, ja, nee, mach nochmal, Gratis-Inhalt, Gratis ist er nirgendwo verfügbar, aber man kann ihn kaufen bei Amazon, bei Netflix ist er nicht verfügbar. Nein, ein Filmpaket ist bei Sky Go. Genau, wer Sky Go hat oder Sky Filmpaket, kann das gucken, aber der läuft auch manchmal noch auf Sky. Und müssen wir daheim gucken, ob das bei uns um Sky Go geht. Also, richtig guter und ein sehr bedrückender Film auch und ja, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht wirklich solche, ja, so mitten im Nirgendwo solche schon milizmäßig organisierte Nazi-Truppen gibt, da wird einem Angst und Bange da. So, das, okay. Naja, ich habe tatsächlich, ja, ich habe noch, ach ja, genau, den habe ich noch, den werde ich ganz kurz anreißen. Ich habe Barry Seal geguckt, Only in America, deutscher Zusatztitel. Der wird ja bald fürs Heimkino erscheinen, da haben wir schon mal eine Vorabversion gekriegt. Da spielt Tom Cruise einen Piloten, der wird angeheuert vom CIA, um da Waffen zu schmuggeln zu den Contras in Nicaragua und kommt dann durch so verrückte Zufälle dazu, dann auch so ja, Kokain, also der nutzt dann gleich den Rückflug, wo er eigentlich leer ist, nachdem er die Waffen nutzt dann gleich, um irgendwie Kokain in die Staaten zu bringen, ja, und das basiert ja alles auf tatsächlichen Begebenheiten, ist so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen Forrest Gump-mäßig, also er ist jetzt nicht doof oder so in dem Film, aber, oder so wie Forrest Gump hier, so, sondern da kommen halt so verrückte Zufälle zustande, dann gibt es halt mal so eine Stelle, da wollen die den fast vor Gericht zerren für das, was er getan hat mit den Drogen und so, und dann schafft das aber doch wieder, weil er natürlich hier so ein Pilot ist, der sich da auskennt und ja, ging mir eindeutig zu lang. Tom Cruise, ja, okay, also viele Sachen kauft man ihm jetzt auch nicht mehr ab in seinem Alter. Manche Action-Szenen oder irgendwelche Sachen, ja, kann man mal gucken, tut nicht weh, aber... Ich mag keinen Tom Cruise. Ich auch nicht, naja. So, das war jetzt ein bisschen außer der Reihe, denn... Warte mal, wo war jetzt meine andere Liste? Hier, genau. Ich habe noch Schläferz geguckt, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ich habe so einen Spaß gehabt. Da lief gestern der Film... Mr. Dynamite oder Mr. Dynamit mit Lex Barker und Eddie Arendt unter anderem. Der Film war echt so schlecht, es hat so einen Spaß gemacht, den Film zu gucken. Also Schläferz kann man, glaube ich, auch in der Mediathek gucken oder wie. Dann einfach mal reinschauen. Es ist so lustig. Und ganz neu jetzt, da nehme ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, den Film Bright, den es auf Netflix gibt.
mit Will Smith und von David Ayer, der ja End of Watch gemacht hat und Suicide Squad. Hat er Suicide Squad gemacht? Ja, ich glaube, der war auf jeden Fall irgendwie dabei. Ja, warte mal, ich glaube, der hat es gedreht. Also eigentlich Filme, wo man sagt, ja, also Street Kings fand ich sehr gut. Ja. Sabotage, den hatten wir in der Sneak gehabt. Hm. Ja, Herz aus Stahl. Also eigentlich gute, also richtig gute Filme, würde ich sagen. Und jetzt hat er diese Netflix-Produktion, was halt zum ersten Mal gefühlt irgendwie ein Kinofilm ist, der bei Netflix läuft. Ich weiß nicht, ob es vorher schon mal irgend sowas gab. Zumindest, ich habe irgendwas gelesen, der hat ein Budget von 100 Millionen Dollar gehabt für diesen Film, was er für solche Top-Produktionen schon eher so am unteren Ende fast ist. Und es geht um, ja, es spielt in so einer, weiß nicht, Zukunft, Gegenwart, man weiß es nicht. Auf jeden Fall leben da die Menschen zusammen mit anderen Fabelwesen, sag ich mal, die man vielleicht so aus Herr der Ringe kennt, also Orks oder Elfen oder irgendwelche Feen und sowas. Und dann gibt es auch solche, wie hießen die? Elben, genau, Elben gibt es auch noch, ja. Und ja, das Ganze, Will Smith spielt einen Polizisten und der hat als Partner ein Ork. Und die Orks, die werden uns eigentlich vorgestellt am Anfang, das ist eigentlich so eine eingeschworene Gemeinschaft und da arbeitet auch eigentlich keiner bei der Polizei, weil die eher so unter sich bleiben und deswegen ist er dann auch so ein bisschen abtrünnig bei den Orks und ja, Will Smith ist auch nicht so richtig zufrieden mit ihm und sie müssen dann halt so einen Fall lösen, da gibt's dann, ist dann sowas abhandengekommen, irgend so ein MacGuffin und dann müssen die da das finden und da sind sie alle hinterher und der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich steige jetzt schon ein bisschen in die Kritik ein, weil die Handlungsstränge sind teilweise so verwirrend, da taucht irgendjemand auf und der macht das und der hat die und der Film geht ewig lange, aber der nimmt sich nicht die Zeit, einem wirklich mal zu erklären, also geht ja 2 Stunden, der nimmt sich nicht mal die Zeit, jetzt mal bestimmte Sachen zu erklären. Dann sind auch so Sprünge drin, weil am Anfang denkt man so, ja, Will Smith arbeitet mit seinem Ork-Partner zusammen, die verstehen sich ganz gut, sieht zumindest so aus. Dann gibt es eine Szene, da will er ihn völlig in die Pfanne hauen gegenüber seinen Kollegen, weil seine Kollegen irgendwie da nicht das nicht okay finden, dass er mit dem Ork da zusammen Dienst tut, weil da sagt irgendeiner, ja, vor vielen Generationen haben wir die Orks noch bekämpft und also, und dann will er ihn ans Messer liefern und dann versteht er sich wieder super mit ihm. Und das Ganze ist so inkonsequent, der ganze Film. Okay. Die Effekte sind ganz okay, es ist auch gut gedreht. Der David Ayer, der kriegt das schon gut hin. Oder Ayer, oder wie auch immer der heißt. Die Bildsprache ist in Ordnung, also End of Watch mäßig so. Also ein bisschen so Brauntöne, ne? Es wirkt alles sehr, sehr direkt und gut gedreht und so. Aber die Story, die ist sowas von Hanebüchen und sinnlos und. Also, da könnte locker irgendwie bei Schläferz auch laufen, der Film, aber da hätte man wenigstens noch lustige Kommentare und noch die Twitter-Community, die da irgendwie noch was Lustiges mit reinwirft, aber ist der Film schlecht gewesen. Ja. Ja, ich weiß nicht, Will Smith macht in letzter Zeit nichts Gescheites mehr, finde ich. Also, es gab eine Zeit, da fand ich den so cool, da wirklich, da hat Spaß gemacht, den anzugucken, aber mittlerweile, schwer. So wie Tom Cruise mag ich mittlerweile auch nicht mehr. Was hat er denn eigentlich zuletzt gemacht? Oder? Der ist mal, Will Smith. Gleich mal gucken. Ah, hier, nee, doch, der hatte doch das mit den Concussion hier, oder wie hieß das? Mit der Gehirnerschütterung hier. Ja, das ist mal so ein Ausreißer, aber jetzt. Verborgene Schönheit. Suicide Squad? Ja, da war. Ja, da fand ich dann erschütternde Wahrheit. Okay, Fokus war. Fokus war nicht gut. After Earth war ganz schlecht. After Earth war mega mies. Ja. Also, ich weiß nicht, in letzter Zeit. Bin ich nicht so der Fan mehr. Oh, ich sehe gerade, der dreht 2 neue Bad Boys Filme. Oh, naja, ich glaube, das könnte besser funktionieren als dieser hier. Das war so ein wilder Mischmasch. Es gab ja so eine Serie, die hieß Alien Nation. Da ging es auch darum, dass irgendwie die Aliens vor ein paar Generationen auf der Erde gelandet sind und quasi integriert wurden in die Gesellschaft. Und da gibt es dann so ein Cop, der auch zusammenarbeitet mit so einem Alien und so. So ähnlich war das hier auch, aber das, oh Gott, dann sieht das schlecht aus. Ja gut, wann war das? Irgendwie Ende der 80er? Keine Ahnung. Oder Anfang der 90er. Ja,
Alienation, warte mal, hier steht's. Wann lief das? 1989 bis 90, ja, so ungefähr. Geh mal runter, wer hat denn da mitgespielt? Ach Gott. Weiß ich nicht, kennen wir alle nicht weiter. Aber die Serie lief, ich glaube, Sat.1 damals und so, war eigentlich, ja, war okay. Hm. Was du halt da gut unterbringen kannst, sind halt auch so Rassenthematiken, ohne jetzt zu sagen, hier schwarz-weiß und sowas, ist halt dann hier genauso, dass irgendwelche ja, Leute unterdrückt werden und so und das wird dann halt thematisiert und ja, aber das war alles irgendwie nix und hat nicht funktioniert, dieses Bright, also wirklich da, dieser riesen Mischmasch von Themen und Leuten, die haben einfach die Erzählstränge nicht zusammengebracht. Wenn ich mich erinnere, dieser David Ayer, der diesen Sabotage gemacht hat, diesen Film, den wir in der Sneak hatten, das war ja so eine wunderbar geradlinige Geschichte und es hat gut funktioniert und ich meine selbst Suicide Squad, hast du den mittlerweile gesehen eigentlich? Ich habe ihn gesehen. War doch ein bisschen kritisch eingestellt, glaube ich. Selbst Suicide Squad hatte eigentlich eine relativ einfache Geschichte, ne? Und wo eigentlich ja viele Fans gesagt haben, hätten wir uns eigentlich ein bisschen mehr erhofft, ein paar zusätzliche Abbiegungen oder sowas. Und das ist nun hier völlig anders. Also der wirklich viel zu viele Seitenstränge, die aufgemacht werden, die nicht bedient werden. Ich bin da sehr enttäuscht von der ersten Filmproduktion von Netflix. Naja. Schwierig. Ich glaube, das war es aber auch mit meinen Filmen, die ich geguckt habe. Ja, genau. Waren ja jetzt nur eine Handvoll. Waren schon welche, ne? Also dabei habe ich ja über Mr. Dynamit noch gar nicht. Ja, wobei Schlefatz müssen wir da nicht so ausreden. Aber echt lustig gewesen, echt lustig, ja. Ja, also. Aber Bright, ja, ich habe überhaupt gar kein Interesse, da reinzugucken. Nee, ich dachte, es könnte gut werden, weil irgendwie, aber. Ja, ich finde dieses Thema mit den Elfen, den Orks und so, das geht in Serien ganz gut. Also ich sehe das ja bei The Shannara Chronicles, da läuft ja jetzt die zweite Staffel, habe ich auch schon reingeguckt. Da funktioniert das ganz gut, weil es einfach in einer Welt spielt, die jetzt nicht so wie unsere ist. Sondern das ist einfach die Erde in einer ganz fernen Zukunft. Ja? Und da funktioniert das, weil die dann auch eine eigene Lebensart haben. Aber wenn man jetzt sagt, man integriert die so rein, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Der Anfang war eigentlich ganz cool. Da haben sie nämlich in, ich glaube, nee, wo spielt das? Weiß gar nicht wo. In irgendeiner amerikanischen Stadt. Da haben sie halt die ganzen Graffitis so ein bisschen ersetzt durch solche Sachen, weil es stand halt nicht da irgendwie. Wahrscheinlich irgendwas da mit Orks oder sowas, ja, oder keine Ahnung. Also Elfen raus. Fand ich, ja, so ungefähr, ne? Das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann die Stadtviertel, die Elben, die quasi diese spitzen Ohren, wie diese auch von Herr der Ringe, das sind halt so ein bisschen die Reicheren, die Intelligenteren und so, die leben dann halt in so einem wirklich so ein Stadtviertel, so goldene Geländer und sonst was alles und teure Autos und so. Also da sind schon soziale Unterschiede da. Also ich meine, wer Netflix hat, kostet ja nichts, ne? Kann man mit angucken, aber 2 Stunden, ich weiß nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Ja, ihr merkt vielleicht, wir haben heute keine Einspieler für die einzelnen Rubriken. Liegt daran, weil wir hier mit der anderen Software aufnehmen, weil wir direkt hier im Studio sind. Da muss ich ja die Leute nicht aus der Ferne reinholen hier mit Reaper. Deswegen, jetzt gucken wir doch gleich mal in die Kinocharts rein und die Neustarts. Wir fangen mal mit den Kinocharts an. Da ist hier in Stuttgart auf Platz 10 Fuck You Goethe 3. Platz 9 ist Bo und der Weihnachtsstern. Wobei ich da fast sagen würde, der geht bestimmt noch mal ein bisschen hoch jetzt im Weihnachtswochenende. Da gehen bestimmt viele Familien wie wir da auch mit ihren Kids mal rein, die jetzt auch irgendwie Ferien haben oder wenn die Eltern jetzt Urlaub haben. Platz 8 ist Daddy's Home 2. Platz 7 Paddington 2. Platz 6 ist Dieses bescheuerte Herz. Platz 5 ist Coco, lebendiger als das Leben. Den muss ich auch noch gucken. Platz 4 ist Pitch Perfect 3. Jetzt schon, der läuft doch erst seit Donnerstag. Ja, scheint ganz gut zu gehen. Auch in dem Kino, wo wir waren, war übelst viel Werbung dafür. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand den ersten noch cool. Der zweite war schon so, und der dritte, ich weiß nicht, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Den zweiten fand ich schon cool, der irgendwie in Deutschland. Ah ja, nee, ich fand den zweiten, der war ja okay, aber der erste war einfach cool. Das stimmt, der hat man auch noch Sneak, glaube ich. Ja. Platz 3, Jumanji, Willkommen im Dschungel. Platz 2 ist Ferdinand, geht stierisch ab. Ja, der ist bestimmt toll. Der ist bestimmt
besser als der Bow-Film. Ich befürchte es auch. Ich glaube, wir haben den falschen ausgesucht. Ja. Aber bei uns war nicht wahnsinnig viel los da in unserem Saal, da ging es noch. Platz 1 natürlich Star Wars. Episode 8, die letzten Jedi. Ja. Und diese Woche, das heißt am 28.12. starten folgende Filme. Einmal Loving Vincent, ein Animationsfilm, in dem die Gemälde von Vincent van Gogh spektakulär zum Leben erweckt werden, um ein bewegendes Porträt des tragischen Genies zu zeichnen. Ach du gute Güte. Dann läuft auch noch hier The Killing of a Sacred Deer, was ich auch getippt hatte. Mit einem Psycho-Thriller mit Colin Farrell und Nicole Kidman. Das wollte ich schon Nicole Farrell sagen. Um einen Familienvater, der durch einen Jungen erpresst und gezwungen wird, eins seiner Kinder zu ermorden. Ah, ist vielleicht auch nicht so christlich, würde ich sagen. Ja. Könnte auch passen. Hier bei uns läuft noch an Leible und Frisch, Doggott, Dodoik. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, schwäbisch irgendwie. Die Fortsetzung der beliebten Mundartserie Leible und Frisch um die Rivalität zwischen einem schwäbischen Traditionsbäcker und einem Hamburger Großunternehmer. Ich muss sagen, ich kenne es überhaupt nicht. Ich auch nicht, ist aber die Fortsetzung. Okay. Ich kenne nur dieses, die Kirche bleibt im Dorf oder wie das ja, ist. Ja, ja, das ist ja in aller Munde im Schwabenland. Vielleicht kann uns da jemand aufklären, wir haben ja viele Hörer hier aus der Region auch. Ich kann ja jemand mal sagen, ob da der erste Teil irgendwie der Hammer ist, den man unbedingt mal gesehen haben sollte. Ja, wenn das allerdings sehr stark schwäbisch ist, dann brauche ich Untertitel. voll verschleiert, den hat man ja schon ein paar Mal bei den Tipps dabei gehabt, um seine Freundin Laila ungestört von ihrem radikal-islamischen Bruder zu treffen, zieht sich der französische Student Armand kurzerhand eine Niqab über. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch diverse Verwicklungen. Ich glaube, der wäre interessanter gewesen, dieser französische Film, als dieser C'est la vie. Die Flügel des Menschen, ein kirgisisches Drama um einen alten Pferdedieb, der an der traditionellen Kultur seines Landes festhält und glaubt, Mensch und Pferd wären mythisch verbunden. Oh. Wo aus Kirgisistan? Scheint auch so ein Reitervolk zu sein, genau wie Kasachstan oder so. Kasachstan, weißt du, was das typische Landesgericht ist? Nennt sich Beshbarmak. Das ist eine Art Lasagne mit Pferdefleisch. Also sind verschiedene Schichten mit Pferdefleisch aus verschiedenen Regionen des Körpers. Ja. Ich weiß, ein Kollege musste nämlich mal, da war mal eine Weile in Kasachstan, wir hatten nochmal ein Projekt und so, und hat dann davon berichtet. Da gab es wirklich irgendwie alles vom Pferd. Es gibt einfach, ich bin jetzt nicht Vegetarierin oder so, aber es gibt einfach bestimmte Sachen, die esse ich nicht. Ja, ich glaube, das wäre auch nicht. Zum Beispiel Kaninchen. Oder Pferd, Kaninchen ist aber lecker. Ja, aber ich habe ein Kaninchen zu Hause. Ja. Ich würde auch nicht Katze essen oder so. Also das ist, oder Hund. Boah, nee, geht gar nicht. Meine haben auch Hobby. Wohl in Asien weiß man auch nicht. Ja, Asien ist da nochmal ganz verrückt. Aber auch so Ente finde ich schon echt grenzwertig. Oder Taube. Ja, Taube. Ja. Ah, ist halt regional, je nachdem. Aber Pferd. Nee. Ich bin auch schon in Gegenden unterwegs gewesen. Da gab es dann irgendwas zu essen. Da hast du gefragt, ja, aus welcher Art Fleisch ist das jetzt hier? Ne? Weil hast du irgendwie nirgendwo Tiere gesehen? Mhm. Irgendwo Höfe, wo irgendwie Hühner oder irgendwas. Ne? Oh Gott. Ja. Aber na gut. Und was war's dann? Ich habe nicht gefragt. Oh Gott sei Dank. Es läuft noch ein Kinderfilm an, nämlich Bamse, der stärkste und liebste Bär der Welt. Das ist wahrscheinlich was für die ganz Kleinen. Kennst du den? Oder? Ja, klar. Kenn ich nicht. Ich habe immer die Comics gelesen. Ach, siehst du? Das waren so Kindercomics. Siehst du, ich kenne nur Bummi. Bei uns gab es einen Bummi. Bamse. Mhm. Trickfilmabenteuer für die Kleinen über den lieben und starken Bären Bamse, dessen Großmutter vom bösen Fuchs entführt wird. Prädikat besonders wertvoll. Ja. Wenn schon ein großer Bär von einem Fuchs entführt wird, dann ist es bald aus. War ja auch eine alte Bärenoma. Ach so, ja. Ja, das waren also die Neustarts. Kommt jetzt nicht so viel, weil ich glaube, die meisten anderen Filme laufen ja noch. Die Star Wars und sowas, die werden bestimmt noch Besucher ziehen ohne Ende. Hast du noch irgendwelche Serien irgendwas geguckt? Also ich bin jetzt gerade aktuell noch ein paar Sachen fertig zu gucken, wie so Brooklyn Nine-Nine und Orphan Black habe ich wieder angefangen. Aber jetzt nichts brandaktuelles, Neues, was jetzt erschienen ist.
Aber vielleicht kommt ja jetzt in den nächsten Tagen mal wieder was Neues rein. Dann werde ich natürlich wieder berichten. Ich werfe mal einen Blick in mein Hausaufgabenheft für Fortsetzung folgt, was wir da als nächstes. Gottschlos. Oh, okay. Ach, ihr Godless oder sowas. Ja. Ist da irgendwie auf Future Man und Alias Grace. Keine Ahnung. Habe ich alles noch nicht gehört. Sagt mir jetzt auch noch nichts. Aber von diesem Gottlos oder Godless, da war irgendwie der Alex ziemlich begeistert bei uns im Fortsetzung folgt Podcast. Der hat das schon irgendwie schon gesehen. Und der ist immer sehr wenig euphorisch da. Deswegen, wenn er mal was richtig gut findet, dann ist es wirklich gut. Warte mal. Könnt ihr mal gucken. Netflix, Gottlos. Das könnte ja natürlich auch auf unseren Sneak-Tipp passen, aber hier, Godless, zeitgemäß Gottlos. Ach so, das ist so ein Western, genau. Von Steven Soderbergh. Oh, ich mag keine Western. Naja, aber könnte gut sein vielleicht. Wer weiß. Schauen wir mal. Wo war ich jetzt? Hier, nee. Doch. Serien. Ich habe eine Staffel gerade zu Ende geguckt, nämlich die fünfte Staffel von Homeland habe ich geschaut. Das ist die in Berlin spielt. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Relativ enttäuschend. Ja? Fand ich, ja. Also, ja. Ja, ich finde auch Homeland ist so eine Serie, also ich fand auch die erste Staffel der Wahnsinn, zweite Staffel war auch nochmal richtig geil und dann, aber seitdem nimmt es irgendwie ab, seit Ende der zweiten Staffel nimmt es einfach ab. Trotz, also Thema immer noch super, aber schwierig. Die erste, die war ja noch, das war ja adaptiert von einer israelischen Serie, wo das auch und ich glaube, die geht dann einfach der Stoff aus, genauso wie bei Prison Break oder sowas, das war halt irgendwie angelegt für eine Staffel. So, und plötzlich war das so erfolgreich, dass man gedacht hatte, okay, man muss das Pferd noch weiter reiten. Ja, also Homeland, da passieren einfach so viele Dinge, wo du dann sagst, okay, jetzt könnte die Serie ein Ende gefunden haben und dann, Surprise, nächste Staffel. Ich so, okay, wie wollen sie denn da jetzt weitermachen? Also, so, schwierig. Ja, bei der fünften Staffel, die spielt halt jetzt in Berlin, da ist sie jetzt mittlerweile in Berlin, deswegen ist dahingehend ganz nett. Also es ist wirklich irgendwie alles in Deutschland gedreht, so gefühlt. Ja. Und wenn man das hier im Original guckt, dann sprechen die auch sehr auf Deutsch. Das ist wirklich irgendwie, aber richtig gut Deutsch. Also nicht wie in manchen anderen amerikanischen Filmen, wo dann irgendwelches Kauderwelsch dann kommt. Es sind auch viele deutsche Schauspieler dabei. Ja, aber hat jetzt irgendwie nicht so richtig gezündet. Also ging es halt auch um so eine Terrorzelle und ja. Nicht mehr dasselbe. Ich gucke jetzt mal die sechste noch an und dann wäre ich entscheidend. Aber dann ist doch, glaube ich, auch Ende, oder? Ich weiß nicht, geht das nicht noch irgendwie? Also dann gucke ich die auf jeden Fall noch, die sechste, ja. Okay. Ja, das war Thema Serien. Wir haben jetzt keine Einspieler, ne? Games, weiß ich nicht, gibt es bei mir nichts Neues hier. Nö. Kates Filmrätsel? Ich habe kein Neues. Es war jetzt unerwartet. Ich habe nichts rausgesucht. Aber ich kann auflösen von letzter Woche. Achso, dann ich suche mal derweil eins von jetzt, von... So. Von diesem Wochenende raus. Ja, das ist ja, heute ist ja Samstag. Das macht ja nichts. So, ich guck mal, was wir für E-Mails bekommen haben, denn wir haben E-Mails bekommen. Und zwar habe ich Mail bekommen, sowohl vom Mike als auch vom Thomas. Ihr seid definitiv meine liebsten Mailschreiber, weil ihr seid die einzigen, die mir Mail schreiben. Und zwar hat der Mike zuerst geschrieben, also Thomas, der Mike war ein Stück schneller. Die Rätsel waren diesmal beide sehr einfach. Bei dir ist es Sleepers. Ja, dann hat er natürlich recht. Ne? War tatsächlich Sleepers. Bei dir, ja. Das hätte ich auch getippt. Ja, genau. Und bei Erik ist es Psycho. Psycho? Die unvergessene Duschszene. Das stimmt. Die von Mel Brooks. Auch herrlich parodiert. Genau. Wurde. Die Frage war ja, die eifersüchtige Mutter ersticht das Flittchen ihres Sohnes, nur ist die Mutter schon längst tot. Genau. Der Sohn ist geistesgestört und sein gespaltenes Gehirn gaukelt ihm, Achtung Spoiler, gaukelt ihm vor, sowohl der Sohn als auch die Mutter zu sein. Als Sohn verliebt er sich in die hübsche Frau, doch als Mutter ist er eifersüchtig und tötet. Ja, wenn man halt mal Ding guckt, hier die Serie da, wie heißt sie? Psycho? Nein, die andere. Bates Motel, dann weiß man doch schon um diese Persönlichkeitsstörung. Dann hat er aber noch gleich was dazu geschrieben, das möchte ich noch kurz vorlesen. Oder soll ich das nachher machen beim Briefkasten? Wir machen jetzt erstmal Filme. Wir haben heute keine Rubriken. Achso, gut. Und der Thomas, der hat auch geschrieben und er hat auch beides erraten. Meins war Sleepers und Eriks war Psycho. Beide also richtig Sleepers geraten. Sleepers habe ich auch erraten. Sleepers war auch einfach. Das war einfach. Aber der ist auch toll, der Film. Der ist super, ja. Obwohl sehr bedrückend. Also aber toll. Toll würde ich bei so einem bedrückenden Film nicht sagen. Nee, der ist einfach gut, der Film. Also ich kann ihn immer gucken, wenn er kommt.
Der wird mir nie langweilig. Nehmen wir mal noch einen von diesem Wochenende hier. Mal gucken, was hier so. Warte mal, ich hatte doch gerade einen. Wo ist denn der jetzt hin? Weiß ich nicht. Hier. Also. Neues Rätsel. Achtung. Seine aufregende Reise hat in ihm die Abenteuerlust geweckt. Eine rätselhafte SOS-Botschaft gibt ihm das nächste Reiseziel vor. Zusammen mit Stiefvater und Stiefschwester lässt er sich vom Hubschrauberpilot zu einer mysteriösen Insel fliegen. Im Sturm machen sie eine Bruchlandung und staunen nicht schlecht, als sie dem Absender des Notrufs gegenüberstehen. Kannst du dir den Titel merken? Ja, okay. Und ich kann mir auch den Film merken. Falls ich es noch... Der war nämlich ganz, ganz furchtbar. Okay. Das als Tipp von mir. Ist aber nicht Schläferz. Nee, ist nicht Schläferz, aber er war trotzdem schlecht. Kann ja mal gucken, steht das eigentlich hier drin, hier Mr. Dynamit? Mr. Dynamit, steht da irgendwie die Beschreibung hier dabei? Vor allem Mr. Dynamit, ja, wer das gesehen hat. Das ist falsch geschrieben. Also der Film, ja, ich habe mich übertippt hier, weil hier die Karte noch drin gesteckt hat. Nö. Nee, steht gar nicht mehr drin. Also bei Mr. Dynamit war es so, der Film geht ja, der ging bis 1.20 Uhr gestern. Also da, ich weiß nicht, wann der angefangen hat, es ging ewig, der Film. Und am Schluss, ich will es mal, doch, kann man eigentlich sagen, Schläfer. Also am Schluss war alles nur ein Bluff, weißt du? Du guckst da den ganzen Film und der ist so hanebüchen schlecht. Ja. Und dann am Schluss kommt raus, war übrigens alles nur ein Bluff, weil er geht zum Bösewicht, der hat eine Bombe, der erpresst Leute. Oh mein Gott. Ja. Mies einfach. Ganz, ganz furchtbar. Ja. Ich muss ja noch, genau. Ja. Die Überschrift lautet Wagenwechsel. Die Gangster flüchten in einer Limousine. Durch Polizeifunk wird die Beschreibung des Fluchtautos an alle Polizisten weitergegeben. Doch als die Gangster an eine Straßensperre kommen, winkt man sie ungehindert durch. Und niemals haben die Gangster angehalten. Spannend. Mal sehen, ob das jemand rauskriegt. Ich glaube es fast nicht. Er ist schon schwer. Schon schwer. Das lege ich jetzt hier her. So. Das wird spannend, ob das jemand rauskriegt. Dann gucken wir doch mal in den Briefkasten rein. Jetzt muss ich erstmal die Kommentare. Da war auf jeden Fall einer dabei, an den ich mich noch erinnere. So, ansonsten die anderen waren ja hier zu diesen anderen Themen. Der Mike hatte geschrieben, wegen Star Wars, er meinte, ich hätte wohl doch etwas viel erzählt. Seiner Meinung nach wäre unser Podcast nicht ganz spoilerfrei. Bei dem Thema Trailer gibt er mir recht, weil ich habe ja gesagt, irgendwie haben die Trailer nicht so richtig gepasst. Also da war, ich glaube, Jumanji war dabei und was war noch alles hier, dieser Elias Mbarik, aber ja. Irgendwie so, was in die Richtung geht, so ein bisschen mit Raumschiffen oder irgendwas. War nichts, vielleicht läuft auch nichts an. Ja, der Superkofi hatte nur geschrieben, Super Star Wars Pick. Ich nehme mal an, er meint unser Foto hier von. Ja, ich habe nochmal gefragt, ob er das meint. Die Steff meinte noch, sie war geschockt, als sie gehört hat, dass Quentin Tarantino den nächsten Star Trek-Film macht. Das geht gar nicht. Sie will keinen Metzelfilm sehen. Steff, sei doch nicht so negativ eingestellt. Lass den doch erstmal machen hier. Wie kann man denn Star Trek ab 18 machen? Man zerstört damit ein Franchise, was komplette Familien begeistert. Naja, die neuen Netflix-Sachen sind auch nicht gerade jugendfrei. Nee. Glaube ich nicht. Man zerstört damit ein Franchise, was komplette Familien begeistert hat. Jetzt werden Kinder und Jugendliche komplett ausgeschlossen. Bei Star Wars bin ich auch bei Chris. Mir hat der 7. Teil besser gefallen. Keine meiner Fragen wurde beantwortet. Hast du an uns Fragen gestellt oder meintest du Fragen an den Film selbst? Ich glaube, Fragen an den Film selbst, oder? Kann sein. Ich hatte mich im 7. Teil in BB-8 verliebt, aber hier ist der wirklich etwas zu übermächtig. Das hat nicht mehr mit süß oder charmant gewirkt. Ich fand den 7. Teil witziger. Hier gab es Szenen zum Lachen. Und sie haben für mich nicht so erzwungen gewirkt. Ganz im Sinn, wir hatten schon lange nichts Lustiges mehr. Jetzt müssen wir mal einen Witz einbauen. Es waren Charaktere dabei, die wirklich sehr blass und unsympathisch waren und die es für mich nicht gebraucht hätte. Und die eine Szene war auch nur Fanservice und hat die Handlung überhaupt nicht weitergebracht. Weiß ich jetzt nicht ganz, welche Szene du da meinst. Von den Landschaften hat sie der 7. Teil auch mehr überzeugt. Diesmal war alles so düster und trist. Ah, das fand ich auch. Also es war ein bisschen... Ja, schon düster. Da war ja Rogue One selbst auf dieser schönen Insel mit dem kristallklaren blauen Wasser. Das war schon angenehmer als hier.
Vielleicht hat man deswegen da diese Casino-Welt mal eingebaut hier, damit da noch ein bisschen was anderes zu sehen ist. Und sie möchte positiv anmerken, dass sie es endlich geschafft haben, das Wort Parsec richtig zu verwenden. Denn wir wissen ja, der Millennium Falcon kann den Lichtsprung in so und so viel Parsec machen. Aber Parsec ist ja keine Zeiteinheit, sondern eine Distanzeinheit. Deswegen, es wurde nämlich immer falsch verwendet. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, Physik-Leistungskurs und so. Der Thomas Holmer, also der hat auf den Willems reagiert. Der Willems hat uns nämlich sehr heftig kritisiert, wie ich finde. Ihm schwillt nämlich der Hals schon seit Monaten. Seit Wochen muss er sich zurückhalten. Letzte Woche ging es nur noch mit höchster Mühe, aber heute nicht mehr. Sorry. Normalerweise schreibt er Kritik eher privat. Genau, er schreibt manchmal so auf Facebook oder mir eine SMS. Wenn ich mich wieder irgendwo vertan habe oder so, was ja doch häufiger mal passiert. Der Kinocast war seit Jahren einer seiner liebsten Podcasts, aber seitdem Chris und Kate an Bord sind, gefällt es ihm immer weniger, sagt er. Er kommt mit der Art und speziell Chris vorlauten Kommentaren und seinen blöden Witzen einfach nicht klar. Bei der Star Wars Review wurde es auf die Spitze getrieben. Man kann doch nicht minutenlang Star Wars anmeckern, was man selbst verkörpert. Und ja, es ist ihm bewusst und das hilft mir leider nicht. Zusätzlich hat mich noch die gesamte Besprechung genervt. Warum macht ihr keinen kompletten Spoiler-Teil? Eine Besprechung zu machen und ständig zu sagen, das können wir jetzt nicht sagen. Die anderen wissen aber, welche Szene ich gerade denke, macht als Zuhörer keinen Spaß. Sorry, dass ich es so deutlich sagen muss, aber es nervt ihn schon seit Monaten. Wenn ihr damit zufrieden seid, ist es auch okay. Er wird sich wohl weiter durch die Folgen skippen. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, bis ich darauf geantwortet habe, auf diesen Kommentar, weil ich da auch nochmal drüber schlafen wollte, weil ich fand ihn doch etwas heftig und ich meine, Humor ist immer, ja, liegt im Auge des Betrachters, das sieht man ja auch bei den Filmen, die wir teilweise besprechen. Der eine findet es witzig, der andere nicht. Der eine findet den Film gut, den hatten sie Tränen gerührt, der andere ist total kalt geblieben. Und so ist es hier eigentlich auch und ich meine, wir können jetzt hier so einen ARD-Podcast aufnehmen, wo wir den Film besprechen, wie er halt so ist, den Inhalt ganz trocken wiedergeben. Oder man kann halt das Ganze mal ein bisschen witzig. Ja, wenn wir unter uns reden oder so, dann reden wir auch nicht bierernst. Dann kommt auch mal der eine oder also deswegen, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen, und das ist auch nicht, also wenn mal was geschnitten wird, also wirklich selten mal, dass ich hier was schneide. Im Normalfall nehme ich die Sendung so, wie sie ist und es sei denn, wir haben uns da irgendwo mal heftig vertan, dass wir alle sagen, oh, da müssen wir mal irgendwas rausmachen noch. Aber im Normalfall, also so 98% der Sendungen sind einfach ungeschnitten, so wie wir einfach miteinander über den Film oder die Filme nochmal reden. Und da kommen freilich nochmal irgendwie Kommentare, wenn irgendjemand was gut fand, was die anderen vielleicht nicht so gut fanden, dann kommen mal irgendwelche dummen Witze oder sowas. Das ist halt so. Und ja, ich finde das eigentlich voll in Ordnung. Und ich habe es ihm auch in einem Kommentar geschrieben. Ist natürlich so, wir können es nicht jedem recht machen. Und Willems, ich meine, ja, vielleicht trennen sich dann irgendwann mal alle Wege. Dann, wenn es dir halt jetzt so nicht mehr gefällt, dann musst du vielleicht doch mal gucken, du anders irgendwelche Podcasts hörst. Ansonsten, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da können wir jetzt großartig ansetzen. Das mit dem Spoiler-Teil nehme ich mir schon zu Herzen, weil die Kate hatte mich noch vorher gefragt, wie wollen wir das mit den Spoilern machen? Da habe ich gesagt, ja, versuchen wir mal die Besprechung ohne Spoiler. Und hängen das dann irgendwie hinten dran, falls wir doch nicht klarkommen. Und dann habe ich es aber irgendwie dann doch vergessen. Eigentlich wollte ich hinten noch was dran setzen, aber das war dann halt am zweiten Advent dann schon abends irgendwie um 10 oder sowas. Da wollte ich dann auch nicht noch sagen, jetzt hängen wir noch mal eine halbe Stunde Spoiler-Talk dran. Ich denke mal, wir warten mal ab, bis so jeder so Star Wars gesehen hat. Und dann kann man ja noch mal ganz normal drüber sprechen. Und ansonsten gibt es ja auch Kommentare dafür, wenn jemand irgendwelche Fragen hat. Und ja, das mit dem, ja, dass ich immer gesagt habe, das können wir jetzt nicht drüber sprechen, ja, war halt, um zu vermeiden, dass das Gespräch in irgendeine Richtung geht, die man nicht mehr zurückholen kann. Und wie ja der Mike schon weiter oben gesagt hat, für den Mike habe ich an manchen Stellen sogar schon zu viel erzählt. Ja, und der eine sagt, ja, vielleicht nicht genug erzählt, dann ist man halt immer in der Bedulde drin, was soll man machen, ne? Ansonsten, Willems, vielleicht gibst du uns ja doch nochmal eine Chance und hörst nochmal weiter rein. Das wäre schon ganz gut, oder? Ja, also ich sage es auch, also mich hat der Kommentar auch mehrere Tage lang beschäftigt. Also Willems, ganz ehrlich, ich bin damals mit eingestiegen, damit der Kinocast
nicht nur mit einer Person besetzt ist oder vielleicht sogar ganz ausstirbt. Und ich nehme mir die Zeit und nehme mir die Mühe und es macht mir einfach Spaß und ich mache das einfach, damit ihr über Filme informiert werdet und zwar nicht nur aus einer Sicht, sondern aus zwei, drei Perspektiven, wenn der Chris noch mit an Bord ist. Ich will jetzt einen Chris oder Chris Art nicht groß verteidigen, aber er ist einfach so. Er ist ein spaßiger Mensch, er war schon immer so, ich kenne ihn nicht anders. Aber nur weil man im Leben oder in der Art und Weise eher so ein bisschen lustiger ist und nicht alles immer todernst nimmt, heißt es ja nicht, dass man jeden Film lustig haben muss oder nicht jeden Film todernst haben muss. Also er unterscheidet da ja schon sehr. Und Star Wars ist einfach so ein Thema, da hast du auch schon gesagt, Erik, da kann man nichts richtig machen. Die einen, wie gesagt, ein Kumpel von uns, der will gar keinen Trailer sehen. Der wirklich ein Jahr lang hebt er sich in jedem Kinofilm die Ohren zu und macht die Augen zu, damit er nichts mitbekommt von diesem Trailer. Nicht mal ein Teaser oder so. Nee, gar nicht. Ja. Also man darf auch in seiner Gegenwart nicht drüber irgendwelche Fantheorien reden. Vorher nicht auf Facebook und gar nichts. Nee, gar nicht. Also der ist da komplett resistent und will da gar nichts wissen, weil er wirklich komplett frei von irgendwelchen möglichen Spoilern in diesen Film gehen will. Aber da sind wir halt alle unterschiedlich. Und Willem, ich gebe mir größte Mühe auch zu kommentieren und meine Meinung wiederzugeben. Klar, wir haben viel geredet über Star Wars und wir haben auch vielleicht zu viel gesagt. Ja, keine Frage, aber du musst dir das vorstellen, wir sind drei Freunde, die zusammen über Filme reden und wir versuchen, das so zu machen, dass man das Gefühl hat, man hört jemandem zu oder man hört eine Gruppe Leute zu, die sich über einen Film diskutieren. Wir möchten nicht einfach nur runterreißen, sondern wir wollen, dass ihr diese verschiedenen Meinungen von uns lebt und fühlt, was wir in dem Moment gefühlt haben, als wir den Film geguckt haben. Und ja, wir versuchen es. Und wenn es dir nicht mehr gefällt, tut mir das natürlich sehr leid. Aber ja, wie gesagt, wie der Erik auch schon gesagt hat, gib uns noch eine Chance. 2018 ja. Wird alles besser. Ich meine, wenn ich so zurückblicke, da war ja sagt, jetzt, ja, die alten oder die Sendung, die es vorher gab, die kann ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr hören. Ja. Die vorher waren. Aber egal. Selbst meine ersten Sendungen, wo ich noch alleine, ganz alleine, die kann ich auch nicht hören. Und danach gab es auch sehr viele zweifelhafte Sendungen. Entwickelt sich halt. Also, schauen wir mal. ich glaube, dann haben wir den Wilms. Ich habe ja auch positives Feedback auch bekommen. Es gibt ja manche, die schreiben jetzt nicht gern Kommentare, die schicken mir dann einfach auf Twitter irgendwas als Direct Message oder als E-Mail oder sowas. Und der Thomas, der hat ja auch, den bin ich jetzt übergangen gerade, der hat ja nämlich gleich darauf geantwortet auch, dass er es jetzt eigentlich ganz gut findet und er gibt sogar eine 1+. Also ganz so würde ich es auch nicht sehen. Es ist noch einiges Verbesserungsbedarf schon durchaus da, aber ja, trotzdem. Vielleicht könnt ihr ja mal schreiben, wie es ihr so findet da draußen. Einfach mal einen Kommentar da lassen und dann gucken wir mal weiter. Ich gucke mal weiter, was so mittlerweile über die Amazon Affiliate Links bestellt worden ist. Jetzt siehst du mal, wie das aussieht. Hier habe ich nämlich nur sowas hier immer. Fotoclips Lichterkette. Jetzt muss ich mal Soll ich irgendwas klicken? Drück mal Shift. Shift. Ja? Gedrückt halten. Oh. Okay, so geht's auch. Ich muss nämlich hier mein Mikrofon in der Hand halten. Eine Fotoclips Lichterkette. Da kann man hier so, guck mal. Da kann man hier so Lichterketten Fotos, mit Clips dran. Fotos dran, wie der Name sagt, genau. die kleinen Hefte, Regeln, Grenzen, Konsequenzen. Der schnelle Hilferatgeber. Wahrscheinlich so ein Erziehungsratgeber, das bräuchte ich auch mal sowas. Ja. Hallo, Ibims der Faust. Extrem wichtige Bücher von Bildung her erklärt für Jugend von heute. Für eins Jugend von heute. Okay. Da werden quasi die ganzen Goethe Geschichten kurz komprimiert, um was es da geht, und zwar in dieser Hallo-Ibims-Sprache. Um Gottes Willen. Für die Teenager. Ist tatsächlich todlustig. Wirklich gut. Ravensburger Mixi Colors Papagei Malset. Ja. Okay. Mal nach Zahlen. Feinschrauben. Das ist über mein YouTube-Video, wo ich den Nintendo repariere. Das lasse ich mal aus. Eine Medisana Shiatsu Sitzauflage. Ein Traum. Ein Traum. Nein, ernsthaft. Die kostet original im Laden
mittlerweile um die 200 Euro. Ja? Mhm. Und wir haben, das ist jetzt auch nochmal günstig, aber als wir sie gekauft haben, war sie unter 60 Euro. Oh, ja. Blitzangebot. Wahnsinn. Also ist von euch sozusagen. Ernsthaft, Wahnsinnsteil, ich bin total happy. Phineas und Ferb, Star Wars. Okay. Cool. Diese ist zwei. DVD. Sehr lustig. Ja, DVD. Dann, was ist das? MC Tuning Kfz Auto. Ah, das ist so ein Netz, was da so zwischen die zwei Vordersitze gemacht das wird im Auto. Wo man hier steht da für Beutel, Kinder, Spielzeug, was auch. Mhm. okay. Was ist das hier? Das hat man gerade Amazon. Ah, das ist mein eigenes. Ein Massivholzbett, eine Palette, also wie so eine Europalette, aber in weiß, wo man eine. Ist da die Matratze schon dabei? Nee. Oder? Hm. Massivholzbett, Palettenbett, Bett aus Paletten, Palettenmöbel. Ja, haben sie versucht. Das ist nur die Palette. Furchtbar teuer. Bett ohne Matratze. Matratze. So teuer. Ist quasi die. Verrückt. Nur die Palette. Und dann ist das bequem? Der das gekauft hat, soll mir mal sagen, ob das bequem ist. Ich glaube, die Bequemlichkeit kommt über die Matratze dann. Weiß ich nicht. Das Fabi hat auch ein Palettensofa. Mhm. Ich finde es total unbequem. Regenüberschuhe wasserdicht. Wahrscheinlich. Oh, das ist cool. Ja, jetzt bei dem Wetter mit Hund rausgehen oder so. Ein. Ah, das habe ich selber bestellt. warum steht das eigentlich hier drauf? Also das. Ah, genau, weil die das jetzt geändert haben. Oh, shit. Das habe ich auch bestellt. Okay. Ah. Dann. Okay. Cool. Genau, das steht nämlich hier auch. Ja. Irgendwo steht dann drinne, wo man was kriegt und wo nicht. Also da stehen auch meine Sachen jetzt mit drauf. Komisch. Ja, vielen Dank an alle, die sich jetzt irgendwie wiedergefunden haben. Ich habe auch hier schon ein paar Sachen jetzt bestellt für unser Adventskalender, Gewinnspiel, irgendwie Blu-rays und so. Mm. Ein bisschen was aus den Einkünften, die da sind. Also das kommt euch allen dann wieder zugute. Kann ich ja auch klar mal einen Blick reinwerfen, wie es da momentan läuft hier. Denn da hat sich jetzt ein bisschen was geändert, nachdem einige jetzt das gestrige nicht so genau hingekriegt haben. Da ist jetzt so der erste Platz 1, 2, 3, 4, 5. Den ersten Platz teilen sich 5 Personen. Franzi, der Thomas Holmer, Leinwandperlen, Martin und die Steff. Dann, halt, Moment, wieso ist hier? Nee, Catland und Mirko auch noch. Ach nee, halt, das sind die Lose, Entschuldigung, ich war an der falschen. 2, 4, 5, hat genau gestimmt bis Steff. Jawohl. Also die teilen sich momentan den ersten Platz. Mal gucken, sind ja noch 2 Rätsel offen. Und bin gespannt. Das heutige sieht auch schon wieder ganz gut aus. Ja, ich weiß gar nicht, ob da jemand eine falsche Lösung dabei hat. Aber ja, können wir mal hier einen Blick reinwerfen. Kenne ich. Du kennst den Film? Wundert mich ja. Ich dachte, du hast ihn nicht gesehen. Na, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich weiß, welcher Film es ist. Ach so, weil hier... Ja, doch, sieht ganz gut aus hier. Also scheinen doch viele gesehen zu haben. Dann würde ich mal sagen, es entscheidet sich dann morgen, am 24. dann. Menschenskinder. Das wird eine enge Kiste, Kinder. Die Gewinner, wie gesagt, die ersten, falls der erste Platz, falls das mehrere Leute sich teilen, dann los mal aus. Dann lose ich aus, wer da den ersten, zweiten und dritten kriegt und so weiter. Und dann. Mal gucken, wie viel noch übrig ist von den Amazon-Einkünften. Das haue ich dann noch unter den restlichen Teilnehmern raus, ne? Cool. Jo. Okay, jetzt muss ich bloß mal wieder zurück auf mein Ablaufdokument. Aber ich glaube, wir sind soweit durch eigentlich, ne? Denke auch. Ja. Dann denke ich mal, oder sage ich mal, wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt noch vorher hört oder so. Ach, ich glaube schon. Der eine oder andere wird es vorher, glaube ich, noch hören. Ja, genau. Falls mal so in gespannter Erwartung auf den Weihnachtsmann oder das Christkind, je nachdem, wer bei euch kommt, ne, oder so, dann zu Hause sitzt, dann schnell nochmal einen Podcast reinziehen. Um die Zeit zu überbrücken. Genau, die ganze Nervosität. Oder die schnell noch irgendwo hingehen zum Einkaufen, Sachen kaufen müssen, morgen. Nee, heute. Morgen geht nicht mehr. Nee, die hätten ja heute gehen müssen, stimmt. Wobei, ich habe irgendwo mal gelesen, dass ein paar Läden wohl morgen aufmachen wollen. Ja, kann aber sein. Aber wer? Ansonsten an der Tankstelle, wie habe ich jetzt gelesen, so Last-Minute-Geschenke wäre dann zum Beispiel eine Warnweste aus der Tankstelle. Kann es auch geben, ja? Na gut, dann genießt die Feiertage und dann hören wir uns, denke ich mal, nach den Feiertagen dann wieder mit der Sneak Preview von übermorgen, vom ersten Weihnachtstag. Da findet hier in Stuttgart die Sneak Preview statt. Bis dann. Danke, Kate, für den Besuch im Studio hier. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die Audioqualität war gut, aber hier die
die ganzen Sachen zeigen zumindest alles okay an. Ich hoffe, es geht. Schauen wir mal. Nee, hat Spaß gemacht, wieder hier zu sein. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Schöne Weihnachten. Bis bald im KinoCast.